Die Wiener Ringstraße mit ihren Prachtbauten gehört zu den wichtigsten Wahrzeichen Wiens. Einer ihrer wesentlichen Architekten, Theophil Hansen, würde am kommenden Samstag den 200. Geburtstag feiern. Zahlreiche Museen, unter anderem die Wiener Postsparkasse, widmen dem Architekten Ausstellungen. Hansens facettenreicher Stil prägt bis heute Wiens Stadtbild. Da gibt es eine ganz große Bandbreite, das hängt natürlich immer auch von der jeweiligen Bauaufgabe ab. Denken Sie ans Parlament, das ist ein Repräsentationsbau, der sozusagen die griechische Antike zitiert. Das geht hin bis eben zu anderen Repräsentationsbauten. Es gibt eine Reihe von, man kann fast sagen, Palästen an der Wiener Ringstraße. Das sind sehr vermögende Bauherren, die also sich private Palais an der Ringstraße bauen lassen. Noch ein anderes Unikat wird von Hansen entwickelt, das Wien ebenso sehr prägt. Das Zinshaus. Theophil Hansen entwickelt sozusagen den Prototyp des Wiener Zinshauses, das heißt eine mehrgeschossige Blockbebauung. Diese Art, diesen Typus der, von Wohnhäusern entwickelt er Ende des 19. Jahrhunderts. Dieser Typus entsteht natürlich in der Innenstadt, auch in den Bezirken innerhalb des Gürtels, erstreckt sich aber dann bis in die Vorstädte. Also es wird hundertfach wiederholt, hundertfach kopiert und insofern hat Hansen damit auch das Wiener Stadtbild bis heute geprägt. Sie können sich in den 16. Bezirk stellen, mit verbundenen Augen die Augen öffnen und sagen, ich bin in Wien. Sie werden das erkennen, im Unterschied zu Berlin oder Paris oder anderen Städten. Dadurch wird Hansen zu einem der Vorreiter des Wiener Wohnbaus, von dem man eine direkte Linie bis in die Gegenwart ziehen kann. Theophil Hansen entwickelt den Prototyp des Zinshauses. Das sind allerdings Fassaden, die sehr prächtig sind und dahinter verbirgt sich tatsächlich Elend. Substandardwohnungen, die Wien eigentlich bis Mitte des 20. Jahrhunderts definiert haben. In der Geschichte weiter folgt natürlich Otto Wagner ebenfalls mit Wohnbauten, sehr repräsentativen Wohnbauten. Und die Wagner-Schüler, die beginnen sozusagen den Wiener Wohnbau zu transportieren. Und das ist das legendäre Rote Wien, die Gemeindebauten, das heißt also die Kommunalbauten der Gemeinde werden von Wagner-Schülern gebaut, der wiederum sozusagen Theophil Hansen folgt. Und der zeitgenössische Wohnbau ist, es ist ein wirklich Spezifikum in Wien, dass glaube ich 60% der Bevölkerung in direkt oder indirekt auch in geförderten Wohnungen der Stadt Wien wohnen. Mehr über den Gemeindebau, seine Geschichte, seine Eigenarten und seine Perspektiven sehen Sie in der nächsten Woche im Immoflash.